euer Freddie Mercury auf dem Fahrrad. Heute mal mit besonderer Beteiligung. Schönen guten Tag. Der Bundesfossi, eigentlich heute ist der Modefossi, heute sieht er gut aus, hat sich wieder die Ehre gegeben und vor uns, da ist richtig Alarm. Ein dicker und ein... Ja, naja, ein großer und ein nicht ganz so kleiner, aber Roger ist wieder mit dabei und er hat seinen Partner in Crime mit. Viele werden jetzt denken, der ist doch mit Caleb Youn verheiratet. Falsch, Theo Reinhardt heißt sein Mann. Heute ist er mit dabei, beide schon zweimal Madison-Weltmeister, das wird ganz geil. Und ihr habt schon gesehen, der Titel des Videos, Happy Holiday. Klingt komisch, ist aber so. Heute ist kein Feiertag, auch wenn Max Walsleben Geburtstag hat. Also schöne Grüße an der Stelle. Auch ein Grund zum Feiern. Wir fahren zum Kuchenparadies, zu Hollys Kuchenparadies. Ich war da noch nie. Roger hat gesagt, müssen wir hin. Und wer mich kennt, der weiß, ich hasse es, durch die Stadt zu fahren. Und wir haben extra jetzt mal 20 Kilometer durch die City auf uns genommen. Und alles nur für Kuchen. So, gucken wir mal. Weiter geht's. Wir sind jetzt echt eine ganze Weile gefahren und wir haben jetzt hier, sagen wir jetzt hier weg, 40 Kilometer. Wir sind am BER vorbeigezwirbelt und jetzt sind wir hier in Königs Wusterhausen und hier ist jetzt erstmal eine Schranke unten. Und jetzt könnte auch Matteo sehen, wie der wirklich aussieht. Eigentlich ist er ja Crosser. So sieht es aus, wenn ich mein Rad schultere. Wer ist denn jetzt hier der Touristenführer? Wer kennt sich aus? Wo sind wir denn? Eine Brücke. Neue Mühle. Also für unsere englischen Follower New Mill. Nicht schlecht hier, also durchaus adäquat, wunderhübsch. Wir begrüßen den Herrn Wilks in unseren Reihen. Hast du Geld mit für Kaffee und Kuchen? Ja, logisch. Immer. Wunderbar. Immer. So, jetzt wo hier endlich klare Verhältnisse herrschen, kann ich schön hinten im Loch fahren. Und kann euch ja mal sagen, dass das heute tatsächlich, wenn es wirklich so stimmt, die längste Radausfahrt dieses Jahres bislang für mich werden wird. Spektakuläre 141 Kilometer oder sowas. Also nicht, weil ich so schlecht bin im Radsport, sondern gibt ja eigentlich keinen Grund, länger zu fahren. Everesting muss ich auch nicht machen. Also heute Angriff 140. Aber das Besondere ist, der Kuchen, der kommt wohl erst bei knapp 100 oder irgendwie 3 Stunden. Wir müssen also noch 50 Kilometer oder so durchhalten. Aber die Legende besagt, bei Hollys Kuchenparadies, da gibt es Kuchen und Kaffee in der Flatrate. Kommt meiner schlanken Taille natürlich sehr zugute. Das gucken wir uns in jedem Fall mal an. Und wir haben ja mit Roger auch jemanden dabei, der wirklich alle Kuchensorten schon einmal probiert hat. Der wird uns da schon was Gutes empfehlen. Man munkelt auch, man kennt ihn dort. Naja, wir werden sehen. So, kurz hinter der Schleuse von Neumühle kommt Zernsdorf. Da sind wir jetzt. Die Strecke, also den Link über Strava, könnt ihr wieder unten finden. Haben sich ja letztes Mal anscheinend ein paar Leute angeguckt. Hab, glaube ich, jetzt 10-mal so viele Follower bei Strava wie vorher. Wäre ich doch nochmal berühmt. Aktuelle Rennzeit ist jetzt 10.43 Uhr. Der Witz ist, ich will immer Luke Wilk sagen, weil der bei P&S fährt. Aber das ist natürlich Quatsch. Ah, warte, wir müssen erstmal kurz abbiegen. Weiter! Oh. Junge! Sorry. So, also, ich hab's ja drauf, wer der Amateur ist, das wissen wir jetzt. Wie ist denn das Ding weggeschmiert, ey? Ja, blockiert, ey. Krass. So, der heutige Sturz wurde Ihnen präsentiert von Blockiere Mann und Söhne. Für alle, die sich letztes Mal beschwert haben, die Jungs pullern jetzt gerade. Was macht ihr? Das Wasser. Wissen tun wir. So, nachdem wir also jetzt hier wirklich fast gestürzt sind, alles meine Schuld. Ich bin der Ronny der Nation. Nochmal. Du bist nicht Luke, du bist Hannes. Richtig, Hannes Wilks aus Strausberg. Ja. Viele haben sich schon wahrscheinlich gedacht, warte mal, diese weiße Obertrikotage, die du da trägst, die kommt uns bekannt vor. Tom Dumoulin ist es nicht. Aber du bist im Development-Team von Sunweb. Ja, richtig. Was ist denn ein Development-Team? Ja, quasi das Nachwuchsteam vom großen Team, vom Virtu-Team.
genau, das den U23-Bereich quasi abdeckt. Und ja, die Vorstufe zum Profi werden. Und wer sich gut anstellt, der darf dann mal ein Schülerpraktikum machen bei den großen Jungs, oder? Richtig, genau so sieht's aus. Ja. Ja. Viele werden auch sagen, warte mal, der ist doch auch Weltmeister. Was für Weltmeister bist du? Ja, ich bin Weltmeister Vierer-Mannschaftsverfolgung im Juniorenbereich. Und mit Weltrekord. Genau, ich, mit ne? Weltrekord. Mhm, wie schnell? Und 3,58. Ich bin in 7. Also unter 4 Minuten Außenstand, ja. Einfach mal nachmachen. Genau, und dann auch Vize-Weltmeister in Madison. Also da gehen schon mal Grüße nach hier vorne. Irgendwann werden die auch mal Rentner sein. Hier ist die Next Generation. Der Hintergrund des Tages wird Ihnen präsentiert vom Background Fossi. Background Fossi, genau. Da muss auch von hinten pöbeln können. Absolut. Mir ist noch eine Frage eingefallen. Ich habe ja die Frage aufgeworfen, wer eigentlich dünner ist von euch beiden. Und ich habe schon die Antwort gefunden, aber was hast du für Gewicht gerade unter 60? Ah, 65 und 66. Alter, ja, da bin ich gar nicht so viel schwerer. Was hat Fossi? 66. Ah. Aber ich muss dir sagen, Fossi, einer sieht auf jeden Fall viel, viel drahtiger aus. Und ich bin's nicht, Roger ist es nicht, Theo vielleicht. Wir lassen die Zuschauer entscheiden. Habe ich natürlich wieder ein kleines Outfit mit einer großen Geschichte dahinter. Radsportland. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal was davon gehört. Mein sehr, sehr guter Freund Henning Bommel, ein richtig erfolgreicher und guter Bahnradsportler. Der war zum Beispiel in Rio mit dem Vierer unterwegs 2016. Der hat diese Kampagne Radsportland ins Leben gerufen. Und bei denen geht es darum, Radsportnachwuchs aktiv zu fördern. Das heißt, unter anderem diese Trikotsets. Inklusive Hose konnte und kann man erwerben und ein großer Teil dessen des Erlöses, der geht dann in die Kampagne rein. Da gibt es noch viele Partner, die da materielle Unterstützung geben. Und mit Radsportland werden und wurden in den letzten Jahren und natürlich auch aktuell viele Vereine, die eine hervorragende Nachwuchsarbeit leisten, unterstützt. Und vielleicht kann sich auch noch jemand erinnern, ich habe mal ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel DNF, Dienstreise nach Frankreich. Da gibt es nur noch ganz, ganz wenige Exemplare. Und auch von diesem Buch gingen jeweils 5 Euro an die Kampagne Radsportland. Also eine richtig geile Nummer. Wenn ihr euch da noch ein bisschen schlau machen wollt oder vielleicht auch mal mit einem solch schicken Trikot rumfahren wollt, übrigens von Royal Bikewear, wirklich auch tolle Qualität, kann man nur empfehlen, dann guckt mal unten in die Beschreibung. Ich habe den Link reingewämst. Radsportland, super Sache. Auf jeden Fall sehr, sehr unterstützungswürdig. Und schöne Grüße an dieser Stelle an Henne. Kennt ihr auch, oder? Da hält man kurz an, wenn man irgendwas filmt oder pinkeln war oder sonst was. Knallt hinterher wie eine besenkte Sau. Also man fühlt sich so, weil man hat ja nichts drauf als Hobby. Zumindest nicht, wenn man mit den Pros durch die Gegend fährt. Dann ist man dran und dann halten die an. Der Klassiker von Teresa Orlowski. Vielen Dank auch an dieser Stelle. Was zum Pöbeln? Ja, wo wir halt dran lecken? An meinem Trikot. Ja, schöne Salzkruste. An meinem Niki. Da ist immer mit dem Dicken die Spitze mal. Ja, wenn wir gleich so ein schönes Ei bekommen, dann kann ich ein bisschen was von Salz draufstreuen. Das ist doch geil. Ich dachte, da gibt's Kuchen. Eierkuchen.
mal Pause. Da haben wir es wieder. Letztes Mal stand das auf der Flasche. Wir sind bei der lieben, netten Frau Holly. Hollys Kuchenpartys, falls er die Kamera einfangen kann. Genau. Zeigen wir gleich noch. Und ja, das ist eine halb fast blinde Frau im wie sagt man? Sie ist schon in der Rente, sagt man Rente. Theo, ja. Ruhestand. Sie backt aber, wir werden es gleich sehen, Tag ein, Tag aus, bestimmt 12 Kuchen am Tag. Für Roger eigentlich. Und ja, durch Mülli haben wir das damals gefunden. Der war zuerst hier, Andreas Müller. Und jetzt kommen wir eigentlich regelmäßig. Okay. Sie hat es echt schön gemacht, mittlerweile ausgebaut. Preis 4 oder 5 Euro. Für 4 Euro ist irgendwie 2 Stücken und eine Tasse Kaffee. Für 5 ist all in. Da kannst du auch Nachschlag kriegen und hast noch 5 Stück Kuchen, auch einen ganzen Pott Kaffee oder 3 Pots. Also ist einfach nett. Irgendwo steht auch eine Autogrammkarte von mir, glaube ich. Oha, man kennt dich. Kannst du mal reingehen. Eigentlich ist sie eine, wie man sieht, eine Malerin oder zeichnet gerne. Und drüben hängen ein paar Gemälde, was sie selber gemalt hat. Das ist eigentlich Hollys Galerie-Café, so heißt es richtig. Ach so. Ja. Na, gucken wir uns mal an. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich bin zum ersten Mal da. Ist auch eine Schande eigentlich, aber ist halt auch weit weg von zu Hause. 86 Kilometer musste ich jetzt hierher fahren. Da ist bei anderen schon Feierabend. Geht aber auch in 50. Wir haben ja extra ein paar Seen mitgenommen. Stimmt, es war wirklich sehr schön. Nach der Stadt war es sehr schön. So, jetzt haben wir doch alle was. Nur 2 bis jetzt. Das reicht für den Anfang. Theo hat nur 1. Ja, das ist aber ein großes. Vorbildlich. Ja. Das ist richtig. Theo muss ja auch abnehmen. Der muss jetzt wieder auf die Bahn nächste Woche. Und du weißt ja, jede Kurve. Ja, das ist jetzt immer hoch. Ne? Jetzt immer hoch. Wer sagt denn, dass er sich abnehmen muss? Ich. Roger. Ich habe dich die letzten 3 Monate jetzt beobachtet und du musst immer mal die Handbremse ziehen. Das ist die Kirschpflaumenkaraffe. Du musst ein Glas bestellen. Du musst ja die Kirschen abtropfen. Du ja, fängst aber, den Saft auf. Aber also wie wird das hier bezahlt? Sagt er immer ein 5er, egal was man nimmt. Ja. Ja. Also ich habe so kennengelernt, dass es 4 Euro für die wenig essen, 5 für die viel essen. Deswegen isst du mir viel. Wer bezahlt denn da 4? Kinder, der wenig isst. Nee. Ich sage bei uns kleiner. Ich habe vorgestern habe ich ein Spaghetti-Eis viel mit ausgegeben. Und ich große für 5 Euro, ein kleines kostet 4 Euro. Ich will nie ein kleines Spaghetti-Eis nehmen. Das sind nur 2 Kugeln drin oder so. Das ist ja, sonst kriegst du 5 Euro, kriegst du 5 Kugeln. Nein, sagt er halt so. Hast 5 Kugeln? Bei uns gibt es Spaghetti-Eis für 5 Euro. Beste Spaghetti-Eis, wo gibt. Also innen da bei dir, um die Ecke ja, oder was? 5 Kugeln. Ja, 5 Vanillekugeln. Das ist aber schon mega groß. Das ist sportlich. Ja, sonst kriegt ihr das über die Beine und dann bist du. Dann bin ich verbrannt. Bist du berufsunfähig. Ja. Schön, dann bleibe ich wirklich hier und backe mit. Erklär uns mal, euch keine Sorgen machen. Erklär uns doch mal die Wichtigkeit von Kuchenessen bei einer Radausfahrt, die länger ist als 2 Stunden. Also sozusagen die funktionelle oder also warum? Oder? Du sollst nicht rumlabern, du sollst es erklären. Wissenschaftlich mal kurz darlegen. Ich dachte, wir haben einen Bildungsauftrag. Jetzt ernährungstechnisch für alle Fans. Das ist, wie du willst, wir haben ja so und so. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Also ich glaube, beim Radfahren ist es immer ganz gut, ein Ziel zu haben. Und wir setzen uns halt immer das Ziel, einen guten Bäcker zu finden. Und deswegen gibt es dann halt immer Kuchen. Andere Frage noch jetzt zum Thema, die Leute sollen ja was lernen. Weiß jemand von euch, wie die Hauptstadt heißt von Brunei? Von wem? Brunei. Brunei? Hm? Ja, Brunei? Nee. Paddy? Heißt die Paddy? Nee, auch nicht. Die heißt Banda Seri Begawan, aber hätte man wissen können, oder? Ja, hätte man wissen müssen sogar. Hm. Eine steile These ist jetzt, ob die Mischung aus heißen Mandarinen-Quarkkuchen und Filterkaffee eventuell dazu führt, dass wir zwischendurch nochmal anhalten müssen. Das richtig läuft. Ungeplant. Ja. Puh! 3 Stück Kuchen sind in meinem Bauch. 2 Kaffeetassen, 2 Kaffeetassen, 2 Tassen Kaffee auch, Kaffee, 2 Tassen Kaffee. So, und jetzt geht's wieder irgendwie Richtung nach Hause. Wie gesagt, 87 habe ich jetzt weg. Vielleicht wären es so 130 oder so am Ende. Wurde gerade festgestellt, dass es doch ein bisschen kürzer ist, diese Runde. Auf jeden Fall aber fette Empfehlung, wenn ihr hier mal seid, in Hartmannsdorf. Jetzt fahren wir hier gerade raus, da kommt das Ortsschild. Dann fahrt mal ran bei Holly. Absolut legendär. To me.
So, waren tatsächlich 140 Kilometer. Wir sind wieder zurück. Am Ende habe ich doch noch einige Körner gelassen. Bin ganz froh, dass es jetzt vorbei ist. Der Akku ist quasi leer, trotz 3 Stück Kuchen. War auch ganz clever, habe noch ein paar Antritte gemacht am Ende. Wollte mal gucken, was noch so geht. 1549 Watt im Peak. Ja, ansonsten kennt ihr den Spaß. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Irgendwann geht es vielleicht mal weiter. Lasst vielleicht einen Daumen nach oben da und so weiter und so fort. Und wenn ihr Bock bekommen habt, hier auf dem Kanal gibt es noch jede Menge andere Krempel. Könnt ihr mal reingucken. Und ganz weit vorne ran. Letztes Jahr haben wir einen kleinen Film in Kinolänge produziert. Popstars in Polen. Da gibt es gleich nochmal hinten jetzt den Link. Auch da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzugucken. Und mich haben ein paar Leute gefragt, was ich eigentlich für ein Rad fahre. Mein Setup. Werde ich euch gleich nochmal zeigen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bleibt schön gesund. I've been caring about a race. I've been trying to eat, I need more than just a taste. Now they trying to talk, oh no, they should know their place. Man, I'm ballin', this ain't cap, baby, now I feel like calling. From the O, but I got the music poppin'. All the time, man, it started get obnoxious. Now I gotta drive, yeah, I'm feeling nice.